Asura and August's duel to the death begins. Their battle breaches the limits of possibility and breaks into the heavens. The intensity increases with each crushing blow. Who will be the victor, student or master? The outcome is unknown, even to the gods. Auf alle Fälle ein sehr langes Schwert hatte. Damit muss er wahrscheinlich irgendwas kompensieren zur nächsten Episode. This will do. It's just you and me. Time to raise some hell! Now that I think of- Episode 11. Die letzte Lektion. You are still my pupil. You are wild, unfocused, and have the eyes of a beast. Das ist die beste, das Beste an dem ganzen Spiel. Ich kann einfach sagen, wann ich angreifen will. Okay, der ist nicht gerade beeindruckt. So viel zum Überraschungsangriff. Schön auf die Osche. Gut, dass wir auf dem Mond kämpfen, da geht nicht so viel zu Bruch. Dass wir immer noch eine Hand frei haben für ihn. Mal einen Schlagabtausch. I have had carnal knowledge of the fairest maidens in heaven. I have tasted the finest wines of Gaia. But none of it. None of it. Excites my blood more than using my blade. Ha ha ha! Prepare to meet your end! Asura forced his hand. The only other person August has ever drawn his sword against is you, my lord. Is he that powerful? Oh, interesting. Ah!
Jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Schweizer Taschenmesser da kann. Show me what you're made of! Off to the... rausgefunden, wie ich rennen kann in dem Spiel. Normal. Ah, da gehen uns schon wieder die Arme flöten. Leute, eine Sternschnuppe. Wünscht euch was. Your blind eyes! I don't fight for good! And I don't fight for evil! I just fight! I will say it once more. I am you. And you are me! Sind wir jetzt bei Persona, oder wie? I am nothing like you. Los, wünsch dir was. So ein Komet sieht man nicht. Au. Wenn wir jetzt einmal. Then tell me, how are we so different? Ah, das wird Bauchschmerzen geben. Wir können einfach schön wütend werden. Das ist unsere Spezialfähigkeit. Oh, wir sind Zorro. Ah!
Und da gehen uns schon wieder die Arme flöten. Yes. That was one hell of a battle. What now? Where will that anger take you? You're not me. Yet you continue to fight. Ja, diesmal hat es nicht 500 Jahre gedauert, bis wir den Gegner besiegen. You need my training. The one who stands in the end is righteous. Asura, walk the path that you must. Ja, das war jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber okay. Bin auf den nächsten Boss gespannt. Ah, wieder ein Riesen irgendwas. Ein Oma-Panzer, Unreinstufe 47.000, okay. Eine Schlangenschildkröte, oder was ist das? Machen wir das mit. Okay. Wir können das Viech auch anspucken. Das hilft vielleicht auch. Puh, puh. Puh, 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 puh. Auf einmal kann man rennen. Seht ihr, es hilft einfach, wenn man das Teil anspucken. Und weg ist es. Wahrscheinlich. Vielleicht. Keine Ahnung. Das werden wir in der nächsten Episode sehen. Aber erstmal, was haben wir für einen Rang? A? S? Nochmal ein S? Nur ein A-Rang. Okay. So. Und wieder eine kleine Zwischenepisode. Episode 11. Die letzte Lektion. Ein Dorf in den Randgebieten von Shikaku Forum. Was nehmen wir dafür? Ach komm, die sprechen wie ein Boomer. Nein! Warum lebt ihr noch? Hättet ich doch nur mehr gebetet, dann wäre meine Seele vielleicht akzeptiert worden. Das war unsere Gelegenheit, in den Himmel geleitet zu werden. Oh, was sollen wir jetzt nur tun? Wir müssen beten. Wenn wir weiter beten, werden sie unsere Seele gewiss auch in den Himmel gleiten. Eine Mädchenstimme? Habe ich keine. Was stimmt nicht mit euch? Warum betet ihr nur für den Tod? Das ist nicht richtig. Ich glaube, wir wird gleich schlecht. Ich muss diesen Ort verlassen. Ich will hier nicht mehr sein. Irgendwo, aber nicht hier. Ein wenig später. Eine dürre Landschaft. Was ist das? Ah! Das muss er sein. Er kämpft wieder im Himmel. Das kann kein Goma sein. Die Goma sind nicht im Himmel geboren. Das muss er sein. Ich werde nicht hier warten und beten. Ich muss dorthin.
Ich muss zu seinem Kampf. A village in flames. The villagers willingly offer their lives to their gods, and the seven deities rip their souls out without remorse. Pure and absolute anger overcomes Asura. Ah, jetzt werden wir also erst richtig wütend. Okay, wenn es um Olga geht. Zur nächsten Episode. Ein paar Tage nach der geheimnisvollen Explosion. Ah, sind wir schon wieder tot. Ja, das hast du gut gemacht, Asura. Einfach wieder draufgehen. Du packst es auch nicht, oder? Diesmal sind wenigstens nicht wieder 500 Jahre vergangen.